wunderschönen guten Tag hier aus Köthen. Und wir sind hier am Holzmarkt und mein Gast vom Omnibus für direkte Demokratie, Werner Küppers. Hallo. Hallo. Hallo, grüß dich. Was macht ihr hier am Holzmarkt? Wir machen das, was wir überall machen. Wir sind mit diesem Omnibus jetzt schon 12 Jahre kontinuierlich in ganz Deutschland unterwegs und sind in etwa 100 Städten im Jahr und setzen uns als Bürgerinitiative dafür ein, dass wir nicht nur unsere Stimme abgeben können, also das muss mir sowieso mal jemand erklären, wie das gehen soll, Stimme abgeben, weil wir setzen uns für Volksabstimmung ein und da sieht man hier hinter uns den Begriff Stimme, der steht da im Zentrum. Und man kann das also auch ganz musikalisch sehen. Wir sind eine Schule der Stimmentwicklung und wollen eben, dass wir die Möglichkeit haben, in einzelnen Sachfragen unsere Stimme konstruktiv in die Gestaltung des Gemeinwesens einbringen können. Und wenn man das bis zu den ersten Anfängen zurückverfolgt, dann sind wir eine der ältesten Bürgerinitiativen Deutschlands, weil der Impuls für diese Arbeit wurde von dem Künstler Josef Beuys gesetzt, der als Künstler die direkte Demokratie in die öffentliche Diskussion gebracht hat 1970, als er Professor für Bildhauerei an der Kunstakademie in Düsseldorf war und die Unfreiheit an der Kunstakademie ihn auf das Thema gebracht hat, Befreiung des Schul- und Hochschulwesens, was dann im Endeffekt dazu geführt hat, dass er gesagt hat, wir müssen Instrumente haben, wie wir unsere kreativen Fähigkeiten einbringen können. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, in 50 Jahren sollte man einem Kind erklären, wie wir glauben konnten, dass Parteien für uns irgendwas regeln, die würden das gar nicht verstehen. Also jemand aus dem bürgerlichen Lager würde ja sagen, das ist ja Träumerei, und andere sagen ja, das Volk ist ja sowieso politikverdrossen. Ist das nicht irgendwie ein Schmarrn, was ihr jetzt hier macht? Ja, das haben alle gesagt. Also als wir 1987 dann mit dem ersten Omnibus für direkte Demokratie auf der Documenta, interessanterweise in Kassel, gestartet sind und sozusagen den roten Faden der Arbeit von Josef Beuys übernommen und aufgegriffen haben, da gab es noch die DDR. Und dann haben die Menschen gesagt, geht doch nach drüben, wir haben doch eine tolle Demokratie, Volksabstimmung wird es in Deutschland sowieso niemals geben. Und damals gab es die Gesetze noch gar nicht, die jetzt schon dazu geführt haben, dass auch in Deutschland jetzt schon über 6000 Bürgerbegehren in den Städten und Gemeinden stattgefunden haben und mehr als 300 Abstimmungen auf der Bundeslandebene. Aber der Skandal ist, dass wir das auf der Bundesebene noch nicht können. Aber lass mich mal kurz da noch den Advocatus Diaboli spielen. Ich rauche hier, ja, und das kann ich in Bayern nicht. Da war so ein willensstarker Typ, Frankenberger heißt er noch, ja, der hat sich da echt durchgesetzt mit dem Volksentscheid. Geht das nicht in unsere private, höchst private Freiheit rein, wenn wir der Masse hier so viel Macht geben? Ja, mit dem Massebegriff kann ich eigentlich nichts anfangen, weil Masse sind immer die anderen. Und ich glaube, die Menschen, die von Masse sprechen, die bilden eigentlich die einzige Masse, die ich als Masse bezeichnen würde. Weil man kann sich nur selbst entwickeln, man kann keine anderen Menschen entwickeln. Und insofern sind wir hier auch keine Missionare. Man muss bedenken, die direkte Demokratie ist nur ein Instrument und dieses Instrument muss man lernen zu gebrauchen. Und es ist nicht so, dass mit der direkten Demokratie alle unsere Probleme auf einmal wie durch Zauberei verschwinden, sondern das kann auch schrecklich in die Hose gehen. Ich bin zu der Zeit des Volksbegehrens in Bayern auch tatsächlich mit dem Omnibus in Bayern unterwegs gewesen und habe interessanteste Gespräche geführt mit Rauchern, mit Nichtrauchern, also mit Rauchern, die gesagt haben, in Italien geht das doch auch und in Irland geht das, ne? Warum soll das hier bei uns nicht gehen? Und mit Nichtrauchern, die gesagt haben, es gibt doch wirklich ernstere Probleme und es reicht es noch nicht,
wie stark sich jetzt schon in das Privatleben der einzelnen Bürger mit den unsinnigsten Bestimmungen und Sachen eingemischt wird. Deutungshoheit des Einzelnen über den Rest der Welt. Ja, okay. Genau, also ich habe da auch meine Probleme. Ich bin selber Raucher und der Omnibus wird wahrscheinlich der letzte Platz in Deutschland sein, wo man noch rauchen darf. Ne? Der ist nämlich exterritorial, also bildet einen eigenen Raum. Ich komm mit. Aber wie gesagt, die Menschen müssen lernen, dieses Instrument zu gebrauchen und die Politiker müssen lernen, die Entscheidungen zu akzeptieren, die da gefallen sind. Und es war also auch wiederum in Bayern, wo der große Paukenschlag der direkten Demokratiebewegung Mitte der 90er Jahre stattgefunden hat. Denn wir haben den ersten Omnibus für direkte Demokratie, das war ein dunkelblauer Omnibus, tatsächlich als Umzugsvehikel nach Bayern genutzt, weil die bayerische Landesverfassung am ehesten die Möglichkeit bot, mal eine Volksabstimmung auf der Landesebene in der Praxis durchzuführen. Mhm. Die Rahmenbedingungen waren schlecht, weil es mussten 900.000 Bayern innerhalb von 2 Wochen mit dem Personalausweis ins Rathaus gehen, um sich beim Volksbegehren einzutragen. Und wir haben einen Vorschlag ausgearbeitet, den kommunalen Bürgerentscheid gab es in Bayern nämlich nicht. Und wir haben einen Vorschlag ausgearbeitet, wie das geregelt werden könnte. Und die CSU, die ja damals auch noch wirklich mafiotisch irgendwie das Land regiert hat, hat erstmal stillgehalten, weil sie das nicht für möglich gehalten hat, dass jetzt 900.000 Bayern in 2 Wochen in die Rathäuser gehen. 1,2 Millionen Bayern sind hingegangen und die haben sich wirklich um die Rathäuser gewickelt und die mussten die Öffnungszeiten verlängern und so weiter und haben gesagt, wir wollen über diese Frage abstimmen. Und sich dann 1995 per Volksabstimmung den kommunalen Bürgerentscheid zu den damals anwendungsfreundlichsten Bedingungen eingeführt. Und die Politik konnte nichts machen. Ich nenne immer 3 Begriffe und bitte um 3 Assoziationen, Kurzassoziationen. Wir haben ja entdeckt im Gespräch, dass uns sehr viele Leute, gemeinsame Leute irgendwie schon verbinden. Und jetzt haben wir uns endlich kennengelernt. Unter anderem 1. Begriff Norbert Ohler. Ja. Wir haben mit dem Omnibus Ende der 90er Jahre einen Geldarbeitskreis gestartet, wo wir uns regelmäßig getroffen haben mit so Leuten wie Margaret Kennedy, Bernhard Lieta, Christian Gellery, die alle jetzt mehr oder weniger schon bekannte Protagonisten in der Regiogeld-Szene und in der Szene sind, die sich mit dem Geldbegriff beschäftigen. Und es war schon immer ein zentrales Thema unserer ständigen Begriffsarbeit. Also da geht es um das Geldwesen, es geht um die Wirtschaft und nicht umsonst sind wir ein Unternehmen. Das war für uns sehr wichtig, dass wir sind kein Verein. Ich bin auch hier nirgendwo angestellt, ich nehme auch gar keine Befehle entgegen. Du machst entgegen, das hier seit 12 Jahren und bist Kapitän quasi von diesem Raumschiff, das hier abenteuerlich durchs Land genau fliegt. Und ich mache das als freischaffender Künstler und Unternehmer. Und deswegen haben wir uns mit diesen Themen schon immer befasst. Und Norbert Ohler war ein ganz erfrischender Mensch, der auch bei Mehr Demokratie aktiv war, den wir bei Unterschriftensammlungen getroffen haben. Wir machen auch in Bundesländern Unterschriftensammlungen. Dann kommen aus ganz Deutschland Freunde und machen einen sogenannten Aktionsurlaub. Also wir sagen, kommt her, wir sorgen dafür, dass irgendjemand kocht und dass ihr auch einen Schlafplatz habt. Der Omnibus kommt voll besetzt und dann machen wir Kampfsammeln. Das ist anders als unsere normale Arbeit, wo wir nur offensiv gesprächsbereit sind. Aber dann geht es ja darum, in einer bestimmten Zeit eine bestimmte Anzahl von Unterschriften zusammenzubekommen. Also ergebnisorientiert. Ja, ja. Okay. Und dann geht es um die Wurst und dann müssen wir alle ansprechen und dann stehen wir vor dem Supermarkt und so weiter. Und in so einem Zusammenhang und in dem Zusammenhang des Geldarbeitskreises ist mir der Norbert begegnet. Und das Schöne ist, er hat so eine kindliche Art. Und Zigeunerblut ist aber gleichzeitig ein großer Wissenschaftler. Doktor der Naturwissenschaften. Und das finde ich eine wunderbare Kombination. Und er hat ja sehr wegweisende und auch anerkannte Arbeiten zum Geldsystem gefunden. Und das ist einer der vielen Menschen, die jetzt in meinem Netzwerk, was sich wie selbstverständlich immer erweitert und erweitert mit meiner Fahrt, da
strahlt er also als besondere Person auch raus. Danke. Zweiter Begriff, Freiheit. Freiheit. Ja, dann würde ich sagen, wir sind die Fortsetzung der Französischen Revolution mit unblutigen Mitteln. Und die Begriffe Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, das darf man ja heute gar nicht mehr sagen, also politisch korrekt muss man dann sagen Geschwisterlichkeit. Aber Political Correctness geht mir ehrlich gesagt tierisch auf den Senkel. Und deswegen finde ich diese gewachsenen Begriffe eigentlich ganz schön. Aber wenn man es will, kann man den Begriff Brüderlichkeit durch Liebe ersetzen. Na, und dann haben wir die drei Bereiche der Gesellschaft. Die Freiheit steht für das Geistesleben, die Gleichheit steht für das Rechtsleben und die Liebe steht für das Wirtschaftsleben. Im folgenden Frühjahr haben wir auch das regelrecht institutionalisiert und haben als Kontrapunkt zu dem ständig sich bewegenden Omnibus in einer Kirche in der Düsseldorfer Altstadt Ringgespräche wieder angefangen, wo der Johannes Stüttgen, einer unserer Mitgründer und der engste Mitarbeiter von Josef Beuys, jetzt gewährleistet, dass er jeden Donnerstag um die gleiche Zeit in dieser Kirche sein wird, wo jeder eingeladen ist. Und Ringgespräch heißt, die Menschen sitzen im Kreis und die Begriffe werden in die Mitte geworfen. Und da geht es genau um diese Begriffe. Freiheit, Gleichheit, Liebe. Dritter Begriff in einem Satz. Werner Küppers. Ja, ich habe hier natürlich jetzt ein ganz erstaunliches Leben. Also ich hätte nie gedacht, dass ich mal so eine schöne Aufgabe haben werde, aber das bedeutete auf der anderen Seite auch, dass ich regelrecht durch einen Todespunkt hindurchgehen musste, alle Brücken hinter mir abreißen. Ich habe also keine Sicherheit, kein Netz, was mich auffängt. Und in der Rückschau sieht es so aus, als ob ich mich 50 Jahre auf diese Aufgabe vorbereitet hätte. Also die Begegnung mit diesem Omnibus, das war Liebe auf den ersten Blick. Da ist in meiner Biografie etwas eingerastet und dann wusste ich, warum ich da bin. War ein Satz mit vielen Kommas, aber es ist eine unheimlich spannende Persönlichkeit, die ich hier kennenlernen durfte. Viel Erfolg noch mit der Arbeit und ich denke, wir werden uns jetzt öfter sehen. Ganz bestimmt, ja. Und ich bedanke mich auch bei euch, meinen lieben Abonnenten. Norbert Ohler, den wir angesprochen haben, ist GCN-Blogger. Ich bin ja Vlogger. Seine Artikel findet ihr unter globalchangenow.com. Weitere Fragen an die zukünftigen Interviewpartner auf tombus4.de. Mein nächster Gast von Greenpeace Energy, Marcel Kaifenheim. Bis zum nächsten Mal.